Ein Kaffeeprojekt der Expo 2000 liegt an der Hauptstraße von Addis Abeba nach Jima im Südwesten Äthiopiens. Im Schutze hoher Bäume wachsen Kaffeesträucher, wild in ihrer natürlichen Umgebung. Viele sind 80 bis 100 Jahre alt. Der Kaffee sät sich wild aus und unten auf dem fruchtbaren Waldboden wachsen neue Trinken. Die Bevölkerung, die keine eigenen Kaffeeplantagen hat, erntet hier Kaffee, wie andernorts Pilze gesammelt werden. An einem Ast zeigt sich die komplette Fruchtfolge, von der Blüte über die grüne Kaffeebohne bis zum roten Kaffee. Zusammengerechnet leben in Äthiopien rund 25% der Bevölkerung vom Kaffee. Das sind etwa 13 Millionen Menschen. Im 14. Jahrhundert wurde der Kaffee hier entdeckt. Das heißt, Hirten erkannten die belebende Wirkung des Kaffees am Verhalten der Ziegen, die von den Bohnen gefressen hatten. Nur mit Kaffee können Kleinbauern etwas Geld für den täglichen Bedarf erwirtschaften. Um Ernteerträge zu optimieren und die Einkünfte zu sichern, auch wenn sie im internationalen Vergleich gering sind, zeigt das Expo 2000-Projekt, wie Plantagen angelegt und wie Kaffeepflanzen kultiviert werden. Der Kleinbauer Kefa Yusuf hat es mit deutscher Projekthilfe zu bescheidenem Wohlstand gebracht. Hinter seinem Haus, in dem er mit seiner Familie lebt, kultiviert er Kaffeepflanzen. Jeden Tag streicht er durch die Sträucher, um Schädlinge zu suchen und wilde Triebe auszumerzen. Chemische Hilfen kennt er nicht, sie wären auch zu teuer. Ein Hektar Kaffee bringt etwa 1.000 Mark im Jahr. Bauer Käfer hat viel weniger. Vor dem Haus ist der Kaffeevorrat die Sparkasse der Familie. In großen Körben lagern reife, noch ungewaschene Bohnen der letzten Ernte. Braucht die Familie etwas Geld, wird der Kaffee in eine Tasche gefüllt. Die Tasche fasst so um 10 Kilogramm. Dafür gibt es bestenfalls 80 Lire, das sind rund 20 Mark. 20 Mark für Seife, Salz, Bohnen, Medizin, was man so braucht. Zuvor aber muss die Tasche zum nächsten Händler kommen. Der ist 20 Kilometer entfernt. Autos gibt es nicht und der Bus fährt nicht überall. Die Sebsabis, die Händler, sind die größten Arbeitgeber der Region, aber nur zur Erntezeit. Die Männer stampfen zu uralten Liedern Rhythmen in den Lehmboden der Halle, um die Last der Arbeit zu ertragen. Abeneich Makonnen, der Händler, setzt 7000 Tonnen Kaffee um im Jahr. In der Erntezeit muss er zweimal im Monat nach Addis zur Auktion. Dort verkauft er seine Ernte zu Tagespreisen, die in New York festgesetzt werden. Das Expo-Projekt Jima umsorgt kleine Leute, die Kaffee in kleinen Mengen in der Sonne trocknen und dann in flachen Pfannen traditionell rösten. Und nur genauso viel im Mörser stampfen, wie sie trinken. In bauchigen Metallkannen wird er gekocht und dann langsam in dünnen Rinnsalen in kleine Becher gefüllt und süß getrunken, der Kaffee aus Äthiopien, der Wiege des Kaffees.